Nach einem Freitag. Ich sehe sie Richtung Norden, aber ich direkt beim Nager. Norden. Okay. Norden. Jetzt gehen sie in den Nagerkäfig. Die sind jetzt im Nagerkäfig. Das wäre unsere Chance. Ja, dann alle runter ins Wasser und angreifen. Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Battle Together Minecraft Twilight Forest Mod und wir sneaken uns jetzt alle auf den Baum. Ihr müsst wirklich alles sneaken, wenn wir jetzt drauf. Okay, Zottel, darf ich dir kurz was erzählen? Das war die schlechteste Antwort meines Lebens. Also, Gesprächstechnik, Rhetorik. Wenn du etwas sagst, zum Beispiel, hallo Leute und herzlich willkommen, dann solltest du mit der Stimme am Ende runtergehen, weil wenn jeder Satz sich so anhört, dass du hochgehst mit der Stimme, dann haben die Leute einfach schon so eine Erwartungshaltung an dich, so, komm, red weiter. Das ist zum Beispiel ganz schlimm, das kennt ihr vielleicht alle, liebe Zuschauer. Bei so Referaten oder wenn sich jemand vorstellt, dann sagt jemand zum Beispiel so, hallo, ich bin der Dominik. Du heißt Dominik? Man arbeitet ja an sich. Ich bin immer so mit der Stimme, das ist ganz schlecht. Das ist was ganz anderes, Dominik? Wenn man sagt, hallo, ja, ich bin der Dominik. Ja so schlecht. Wenn du am Ende eines Satzes mit der Stimme runtergehst, okay. Strahlt das eine gewisse Autorität aus. Ohne Witz, die und Leute eine haben... Souveränität und einfach eine Zufriedenheit mit dir selbst. Okay, komm, sehen wir uns jetzt bitte auf das Feld. Dominik, wir haben einzig bedacht, ihr der Dritt kann nicht mit der Stimme runtergehen. Kacke, bist du das? Ich bin so gemein. Das ist natürlich blöd, ja. Nein, das war nicht. Hä, fuck, warum kann ich nicht mehr mit Alt zoomen? Ich muss mich kurz jetzt sneaken und meine Options einstellen. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass sie wissen, dass wir eine Allianz haben, ne? Also, ja, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das wissen die auch, dass wir das wussten die auch wahrscheinlich, dass wir das machen. Leute, ich habe Kuku etwas ausgequetscht und die haben scheinbar keine Ahnung, wo wir sind gerade. Aha. Ja, wo wir sind, aber dass wir eine Allianz haben, meine ich. Ja gut. Aber das machen wir auch nur der Spannung halber. Das machen wir jetzt eine Folge. Sobald schneidet den Satz bitte wieder raus, danke. Nee, den lass ich dann. Also sobald die einmal sterben, lösen wir die Allianz natürlich sofort wieder auf. Dann teilen wir alles auf, was wir jetzt zusammengepackt haben. Nee, warte mal. Stopp mal. Spielstopp. Nein. Ihr habt gesagt, wenn sie einmal sterben, lösen wir die Allianz wieder auf. Ja. Ja, haben wir doch gerade gesagt, hä? Das haben wir doch letzte Folge schon gesagt. Verstehst du davon nicht? Ja schon, aber das ist doch irgendwie dumm. Oh, er wird uns vermissen, Marcel. Ist er nicht süß? Eine Frage, wo sind wir? Wir sind doch jetzt gerade in einem Baum, auf dem wir uns dann eigentlich unten sneaken wollten, ne? Nee, wir sind an dem Baum, wo wir oben erstmal standen und jetzt Ausschau halten wollten, von wo die kommen. Ja, wir sind aber nicht in dem Basebaum, oder? Wir sind gerade auf dem Baum, auf dem wir Ausschau halten und dann einfach runter ins Wasser springen, richtig? Genau. Okay, ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder so lange her. Leute, ich muss euch was sagen, ich habe eine Wohnung. Echt jetzt? Und die ist einfach kalt und nur 50 Euro teurer als meine jetzige, hat aber doppelt so viel Quadratmeter. Das eine Frage, haben wir... Kann ich klatschen? Oh mein Gott. Die hat sogar fast dreimal so viel Quadratmeter. Hamburg? Wow. Danke. Oh mein Gott. Nein, natürlich nicht. Hamburg, Marcel. Dominik, ganz ehrlich, wir haben uns damals auf dem Kiez kennengelernt. Da habe ich dir damals versprochen, dass ich nach Hamburg komme, weil du die Liebe meines Lebens bist. Wie hieß der Typ nochmal, Digga? Marcel. Wie hieß der nochmal? Warte, noch kurz wegen dem Allianz auflösen, ne? Oh, Alter, ist das so schwer zu verstehen, Jungs. Nein. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, nachdem die tot sind. Oder du kommst mit in unser Team und Zoffel bleibt allein. Ich gar nichts mit dir tun. Also, was hast du jetzt gesagt? Ich habe dir gerade gar nicht zugehört. Das Pad. Ja, hätte ich aber nicht so. Ich würde die Allianz nach... Du bist schon wieder mit der Stimme hochgegangen, das ist ganz schlecht. Ja, ich möchte auch weiterreden. Okay. ich will Allianz erst auflösen, wenn sie, keine Ahnung, noch so ein Herz oder... Nee, würde ich nicht machen. Wenn sie jetzt einmal sterben, dann lösen wir die Allianz auch fertig. Richtig. Ja, aber du musst überlegen, wir haben sicher noch eine Backup-Chest und das sind sie. Aber alles andere ist unfair. Oder Leute, stimmt doch einfach mal hier oben rechts ab. In der Infokarte stimmt jetzt ab. Also ich persönlich fände es unfair, wenn wir danach noch weiter. Ich sehe sie Richtung Norden, aber direkt beim Nager. Norden. Okay. Norden. Jetzt gehen sie in den Nagerkäfig. Die sind jetzt im Nagerkäfig. Das wäre unsere Chance. Ja, dann alle runter ins Wasser und angreifen. Welches Wasser? In den Baum! Da habe ich doch unten extra Wasser platziert, damit wir schnell raus können. Seid ihr alle unten? Kommt, springt runter und sofort wieder sneaken, dann baue ich hier auf. Ich bin. Kommt ihr alle? Ja. Ich flieg auf seinen Kopf! Okay, ich überlebe. Okay, ich baue jetzt auf. Zottel, bist du auch da? Los. Okay, los geht's. Go. Ich hab ganz kein schnell, Essen. Wie jetzt? Du hast kein Essen. Doch, gar nichts. Oh, Massi, verarsch mich nicht, Massi. Massi, Boys. Lala, Boys. Die sind im Lager drin gewesen. Also, sie sind gerade. Für die Horde! Okay. Leute, ich kann nichts abbauen. Vor zwei Wochen alles besprochen haben. Leute, oder? Wieso kann ich nichts abbauen? Weil du dumm bist. Nee, ernsthaft, wo sind sie jetzt? Ich kann nichts abbauen. Wo sind
Wo sind die? Die sind hier ins Lager rein. Ich sehe sie nicht. Scheiße, das war eine Falle. Marcel, du hast dich bestimmt mit denen verbündet. Leute, ja, wieso kann ich keinen... Ich kann nichts abbauen. Warum? Hier. Leute, wir sollten... Warum ist da einer gerade alleine? Ja, weil ihr so langsam lauft. Ich bin die ganze Zeit... Ja, weil Marcel gerade stehen geblieben ist. Wir müssen zusammenbleiben. Wo sind die denn jetzt zur Hölle? Marcel, kommst du bitte? Die sind hier links bei den Pilzen. Sind sie eben raufgegangen und dann sind sie in den Nagerkäfig gegangen hier. Aber wie gesagt, ich kann nichts abbauen. Ich kann so schnell weg sein. Jetzt ohne Witz, ich kann nichts abbauen. Ich probier mal. Ach ja, warte mal. Game Mode. Ich hatte ja letztens mit dem Game Mode gespielt. Game Mode 2? Ne, Game Mode 0, ne? Ja. Ah, ich kann was abbauen! Du warst in der Adventure-Mode die ganze Zeit, ist das dein Ernst? Alter. Ihr habt, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Du warst im Adventure-Mode. Ja, wollen sind wir hier gewesen. Ja, dann gehen wir wieder zurück in den Baum, bitte. Aber es kann doch nicht sein, die sind hier an dem Holz hochgelaufen. Scheiß drauf, wir gehen jetzt wieder in den Baum. Der Baum ist safe, der Baum ist live. Baum Red ist love, Hudson. Baum ist live. Genau, Bombs live. Ah, ihr wisst schon, dass sie uns jetzt vielleicht beobachten könnten, so. Ja, ich würde jetzt nicht zurück in die Base. Auf dem Baum ja, sind, aber alle unsere Sachen sind da. Stell dir vor, die töten uns jetzt wirklich nee, und gehen dann nicht. Hoch. Nicht! Auf dem Baum ist nix. Die Sachen sind in der Base von denen. Wir waren ja gerade das auf einem anderen Baum. Das war ein anderer Baum, wo wir... Eben. Wir waren gerade auf einem komplett anderen Baum, mein Freund. Okay, Hase, ich hab nichts gesagt. Tschüss. Okay, Schnuggi-Pupsi. Okay, das ist gerade dumm, dass wir so nah an der Schlucht rumlaufen. Es ist dumm, dass ich auf der anderen Seite der Schlucht bin. Hilfe! Echt jetzt? Ja. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit Zottel hinterher, wenn der eh keinen Plan hat? Leute, auf welchen Baum wollt ihr eigentlich? Ich gehe jetzt da, mal ja, auf unserem. Ja, ich bin doch du sollst für dich selbst denken, Domse, du sollst nicht. Ich bin auf dem Baum, wo wir drauf waren jetzt übrigens, ne? Das sind alles kleine dumme Lemminge, die anderen Leuten hinterher rennen. Hui. Unter mir ist einer! Rot! Lila! Was? Ah! Oh, Alter, erschreck mich nicht so, Marcel. Ich bin gerade fast geknickt. Das funktioniert jedes Mal. Dominik, geh beiseite, ich hab die Panzerschreck. Hör auf, bitte. Stell dir vor, jetzt sind sie auf dem Baum, wo wir eben runtergekommen sind. RIP. Niemals. Lol, hier fehlen einfach zwei Holzbalken. Ja, aber du hast die echt gesehen, du schwörst auf dein Leben. Ich schwör auf mein Leben. Also ich hab sie nicht gesehen, ich hab auch in die Richtung geschaut und ich hab sie nicht gesehen. Schatz, weißt du, was ich heute gelernt hab? Was? Ja, es gibt ja Yamaha Music und Yamaha Motors, ne? Die haben zwei unterschiedliche Logos. Die sehen zwar fast identisch aus, aber Yamaha Motors, diese kleinen Zacken von dem Logo, berühren den äußeren Kreis bei Yamaha Music nicht. Was? Nein, Google das mal. Heftig. So Blätter durch mich durchgefallen. Leute, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, in welche Richtung die gegangen sind. Links oder sind die jetzt nach rechts runter? Ja, wahrscheinlich nach links. Also sie waren in Richtung Norden. Wenn sie gegangen wären, hätten wir die gesehen. Sie waren direkt Richtung Norden bei dem Lagerding und sind auf das Feld gesprungen. So. Das war's. Danach sind wir direkt runtergelaufen. Also die rennen echt mega im Turbo-Modus hin und her. Die gucken nicht mal richtig. Und was ist, wenn sie zu dem anderen Lager gelaufen sind? Weil der nicht. Lädt. Die Map lädt nicht. Okay. Andere Frage, wie wär's mit dem anderen Nagerkäfig links von uns? Vielleicht haben sie gecheckt, okay, hier der Nager ist nicht da, lass uns doch den anderen töten. Ja, aber das wäre jetzt meine Vermutung. Der ist jetzt Richtung Westen, ja, der andere Nager. Du meinst den Richtung Westen? Das könnte durchaus sein. Lass doch nochmal hinlaufen. Ja, ja. Aber ich sehe da, also da ist ein Loch in der Wand. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob das vorher auch schon war. Ja, das könnte aber auch von euch sein. Nee, wir haben kein Loch reingemacht. Ich gehe jetzt nach unten. Aber ihr wart ja dort an dem Käfig, ne? Ich bin jetzt unten. Du bist schon wieder im Wasser? Okay, dann komme ich. Aber wie gesagt, ich fände es blöd, wenn die uns vorher sehen, weil dann sind die schon in dem Modus und wissen, was zu tun ist. Wir sollten die eiskalt überraschen. Ja, egal, ich komme jetzt mit dir runter, Marcel. Wir sind schon alle... Oh, das ist ein Hühnchen, Alter. Seid ihr schon alle draußen, oder wie? Ja, wir sind schon draußen. Sind schon beide hinter mir. Jetzt folgt mir. Amarokoyum! Du gehst gerade wieder Richtung Norden, ne? Ich weiß, weil ich um die Schlucht rum muss. Okay. Aber wir dürfen nicht mehr zu viel gehen, weil sonst... Ich habe nur noch 5 Steak und ein paar Brot. Ja, du kriegst dann nochmal 6 von mir, Diggi. Alter, das ist so verwirrend mit den vielen Namensschildern. Ich muss einfach denken, grün ist böse. Immer grün, nicht rot. Rot ist okay. Momentan. Seid ihr hinter... Leute, wo seid ihr? Ach, da. Ich bin hinter Edith. Oh Mann, ich guck die ganze Zeit nach rechts, so. Das Problem ist, wir fühlen uns so sicher in unserer großen Herde. Das ist echt gefährlich. Das ist gut. Das Problem ist auch, dass dadurch alle viel unaufmerksamer sind und wir sie uns wahrscheinlich eher sehen als... Da hast du recht, ja. Ja und? Ja, vor allem sieht man uns als Vierer. Also, hier ist auf jeden Fall ein Loch, aber kein Nager. Da hinten habe ich gerade auch ein Loch gesehen noch. Ja, da sind mehrere Löcher, ja. Und da hat sich jemand rausgebaut. Das sind mehrere Löcher. Schaut auf jeden Fall auch immer wieder zurück, ne? Ja, natürlich. Wir sind 4 Leute, wir können alle Himmelsrichtungen abcampen. Also abaimen. Das ist auch bei Counter-Strike immer das Problem oder bei anderen Spielen. Alle gucken immer die gleiche Richtung, aber checken nicht, dass die Leute auch von der anderen Seite kommen können. Das ist in den niedrigeren Elos so, ne? Immer in den Sieber Elite oder so, die dann als Hacker beschimpfen, wenn du die auf einmal von hinten killst und die denken, du hast durch die Wand geschossen oder so.
Alter, warum sind wir schon wieder so weit auseinander? Oh Gott. Hä? Ich bin gar nicht viel gelaufen. Ich denke mal, dass sie werden sich ja nicht wirklich gegen uns stellen. Ich glaube nicht, dass wir zu zweit gegen uns vier kämpfen werden. Also sie werden doch, natürlich werden die das. Na, das glaube ich nicht. Doch. Die sind so gut equipped, die snacken haben, ach ja, übrigens ja, in meinen Kommentaren wurde vielleicht ein wenig gespoilert, genau, dass das wir gleiche. Auf jeden Fall aufpassen müssen, dass weil die noch mindestens einen OP-Gold-Apfel haben. Richtig. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil der eine, als ich den runter, du hast ja gesehen, der Apfel, den er in der Hand hatte, das sieht man bei mir im Video, der glitzert so. Ja, das macht die normalen ja nicht, das war definitiv ein OP-Gold-Apfel. Und sein Teamkollege hatte bestimmt auch einen, das denke ich mir auch. Okay. Also Leute, spoilern ist uncool. Ja, sein Kollege kann keinen gehabt haben, sonst hätten wir den aufgehoben. Mein Kollege ist ja gestorben. Er hat doch den Stuff von ihm aufgehoben. Okay, das kann sein. 100 Pro. Sonst wäre er da nicht gewesen. Also ganz ehrlich, ich sehe... Als ob der so wenig Stuff droppt, als er da runtergefallen ist. Aber vielleicht haben sie auch nur das Nötigste für den Fight mitgenommen. Okay, aber er hatte nicht mal Essen, ne? Die haben nicht mal Essen von ihm bekommen. Eben. Der hat alles aufgesammelt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe rein gar nichts. Ja, das ist blöd. Die drehen bestimmt schon wieder die Runde oder so. Ja, oder wir gehen gegen den Uhrzeigersinn und sagen, gut, wir machen das jetzt so, dass wir denen entgegengehen. Weil wir können nicht... Ich glaube, nein, wir sollten uns nicht bewegen. Vor allem nicht, wenn wir Überraschungsangriff machen wollen. Ja, also wir sollten wieder in den Baum und unten warten, bis wir ihre Namensschilder sehen. Das Problem ist, wenn wir jetzt wieder in den Baum gehen, wir sehen die, dann alle rennen in die Mitte, dann warten wir wieder auf alle, bis alle wieder da sind, sind die schon wieder weitergezogen und keiner weiß wohin, weil alle unten in dem Baum sind. Ist okay, so. Dann halt nicht. Ist also okay. Es ist nur eine Vermutung, weil wir können ja, die nicht 300 Mal klar. verlieren, die Gegner. Was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt echt einen Plan wegen Essen und so. Ja, Essen können wir ja parallel farmen, wenn wir hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Wenn wir in den Baum gehen, ja nicht. Ja, und da verlieren wir ja trotzdem Essen, auch wenn wir uns nicht viel bewegen. Ja gut, nur wenn wir hier Essen farmen, sind wir mega unaufmerksam. Naja, wir können auch immer sagen, ein, zwei Leute farmen, die anderen beiden gucken. Dann wieder die anderen beiden farmen, die anderen beiden gucken. Wir müssen ja nichts zum Farmen, hier läuft ja gar nichts rum. Deswegen sag ich ja, wir müssen uns bewegen. Ja gut, wohin? Ich würde jetzt sagen, wenn die Richtung Süden gegangen sind, dann können wir doch jetzt Richtung Norden gehen. Da wir früher oder später werden wir uns dann sehen. Ja, dann gehen wir jetzt in Richtung Norden. Ja, ist okay. Solange sie nicht auf einmal neben einem Einzelnen stehen, sollten wir eigentlich immer ganz gut wegkommen. Leute, wo seid ihr? Ja, Scheiße! Wo bist du, Marcel? Oh, ich bin immer noch beim Naga direkt. Ich bin jetzt auf dem Berg beim Naga. Okay, wir sind alle zusammen. Alter, wenn ich einen Block hier abbaue, ist hier eine Base in der Erde oder so. Ja, hat gut funktioniert, Arschloch. So, dann ab Richtung Norden. Jo, ab Richtung Norden. Und nicht so viel springen. Alles klar. Dann, ja. Wir haben es ja nicht eilig, also warum sollten wir springen? Da hast du wohl recht, ja. Hasen droppen auch. Hier ist ein Chicken schon mal. Wir ziehen gegen die weißen Wanderer. Du guckst so viel Game of Thrones. Lass mal die Mauer bauen. Yo. Ja, das wäre auch eine Idee. Oder wie geht's zu unserer Skybase, Game of Thrones. Wer folgt sich? Viele haben bei mir in die Kommentare geschrieben, ja, wir sind... Ja, das Skybase. Fall, ja, ich weiß, ich weiß. Sollen wir das machen? Ja, das Skybase lohnt sich nicht. Doch, das lohnt sich. Das wäre... Dort können wir Essen anbauen und so. Und vergrößern. Skybase ist schon geil. Vor allem wir waren in so einer viel besseren Position als die. Und wenn du dann noch eine Enderperle hast, dann bist du eigentlich... Also ich bin lieber für eine Eismauer. Echt gut dabei. Aber nur wenn du den Drachen zählst. Mit so einem riesigen Enterhaken einfach. Mit so einem riesigen Sattel. Weißt du noch, in welche Richtung unsere Skybase war, Marcel? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Aber weißt du was? Wir können das ja so gut. Guck mal nach. Hirsch, denk mich mal bitte. Das ist ja ein bisschen zu risky. Leute, wartet mal kurz bitte. Hier ist ein Baum offen. Das waren bestimmt wir. Ihr seid schon wieder viel zu weit vor Arbeit. Nee, sieht nicht verdächtig aus. Ja, du brauchst einfach wieder 3 Jahre. Folgende. Okay, ja. Leute, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Eigentlich haben wir noch eine Minute. Vielleicht gehen wir echt mal zur Skybase. Ja. Wir überlegen das mal. Jo, dann wir mal früher oder später werden wir die sehen. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.